Unsere Gesellschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der von ständiger Konnektivität, ökologischem Bewusstsein und Individualisierung geprägt ist. In zukünftigen Produktionslandschaften muss diesem Wandel mit der intelligenten Nutzung von Produktionsdaten sowie agilen und autonomen Steuerungskonzepten begegnet werden. Bei dem diesjährigen AWK sind wir im Bereich Analytics in Production in der mittleren Session unterwegs. Und Hintergrund dieser Session soll es sein, wie bekommen wir einen Kundennutzen, einen Mehrwert hinsichtlich Produktivitätssteigerung, Verfügbarkeit, Qualitätsaussagen, wenn wir Sensordaten oder die Daten aus den digitalen Steuerungen mit unseren Modellen gezielt vernetzen. Die Basis hierfür liefert das Internet of Production durch modellbasierte Datenanalysen. Durch die Verknüpfung von Prozessdaten mit Modellen lässt sich ein detailgetreues digitales Abbild von Bauteil, Maschine und Prozess generieren. Der sogenannte digitale Schatten. Er ermöglicht beispielsweise die virtuelle Bauteilprüfung, die Optimierung von NC-Programmen, Vorhersagen über die Restlebensdauer kritischer Komponenten und das Aufdecken von Produktivitätspotenzialen. Die Kombination von aktuellen Tracking-Technologien wie etwa Ultrabreitband und GPS ermöglicht die Erfassung produktbezogener Standortinformationen. Dadurch können Aussagen über die genaue Durchlaufzeit getroffen und Engpässe in der Produktion identifiziert werden. Die Position beispielsweise einzelner Bauteile kann dabei lückenlos verfolgt werden, standortübergreifend und in den lokalen Anlagen. Soziotechnische Systeme in der Mensch-Roboter-Kollaboration eröffnen neue Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Produktion. Daten aus vorangegangenen Phasen des Produktlebenszyklus ebnen dabei den Weg für agile Automatisierungskonzepte. Diese Daten werden darüber hinaus durch die Sensorik sensitiver Roboter prozessparallel angereichert. Durch die Kombination mit intelligenten Machine-Learning-Technologien können sichere, adaptive oder sogar autonome Prozesse realisiert werden. Von prozessparallelen Analysen bis hin zu intelligenter Automatisierungstechnik präsentieren wir Ihnen die Potenziale der Produktion von morgen. Dabei schauen wir nicht nur auf die Maschine selbst, sondern beantworten auch überlagerte Fragestellungen. Das kann zum Beispiel die Nutzung von Werkstückpositionsinformationen für die Produktionsplanung sein oder die Einbindung von Algorithmen des maschinellen Lernens für die Pfadplanung von Robotern. Wenn Sie mehr über das Internet of Production erfahren möchten, besuchen Sie uns beim 30. AWK in Aachen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Produktion der Zukunft zu diskutieren.